Neue Player mischen die Finanzbranche auf. Digitale Geschäftsmodelle und Dienstleistungen treiben den Wandel voran. Konkret bedeutet dies: Es braucht mehr von diesen Dienstleistungen, aber weniger, die sie erbringen müssen, weil ich vieles automatisieren kann. Und aufgrund von dem gibt es eine Konsolidierung. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung. Das Banking wird nicht aussterben, aber ich glaube, eine große Anzahl der Banken wird aussterben. Die neuen Player sind für Banken aber nicht nur bedrohlich, sondern auch mögliche Partner. Bei den Fintechs, da sehe ich eigentlich Win-Win-Win. Wir haben als Banken Elemente, die haben als Fintechs Elemente und gemeinsam können wir mit diesen Elementen die Kunden besser bedienen. Bei den Techfins ist das ein bisschen anders. Die haben sehr viele Sachen, die wir auch haben. Und wir haben auch in den letzten Zeiten ein bisschen gesehen, wie das Vorgehen ist. Von dem her glaube ich eher, dass von dort die Bedrohung kommt. Welche konkreten Veränderungen nun auf die Finanzbranche zukommen, weiß Digitalexperte Stemmle. Es wird in Zukunft definitiv nicht mehr so produziert werden, wie heute produziert wird, mit diesen Fondsstrukturen etc. Da gibt es wesentlich effizientere Methoden und das wird eine große Umwälzung geben. Auf der anderen Seite ist ein großer Teil, wo man Wertschöpfungskette zusammenbringen kann in Echtzeit, wo man Sekundär- und Primärmärkte zusammenbringen kann und dann so ganz klassische Dienstleistungen, wo es ein Wettbewerbsvorteil ist, eine große Bilanz zu haben, wegfallen.